die Wasserturbine der Tuchfabrik Müller. Zum Antrieb der Textilmaschinen spielte die Wasserkraft eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zur Dampfmaschine war sie praktisch kostenlos. Wir zeigen, wie das funktionierte. Um das Wasser des Erftmühlenbachs effektiv zu nutzen, baute Ludwig Müller 1913 ein Turbinenhaus neben der Nassabrettur. Eingebaut wurde eine Francis-Turbine der Firma Voith aus Heidenheim mit 22 PS. Hier ist die Funktion in einer Zeichnung zu sehen. Bei dieser Turbine trifft das Wasser seitlich auf das Laufrad und verlässt es wieder nach unten. Wir sehen hier ein funktionsfähiges Modell im Museum. Im Untergeschoss der Turbinenhalle ist so eine Turbine einbetoniert und schaut nur noch mit dem Wassereinlauf aus der Decke. Ein Schnitt durch den Boden zeigt den Sockel und den Ablaufkanal des Wassers. Der Weg des Wassers durch die Turbine. Zur Inbetriebnahme der Turbine öffnete der Maschinist das Wehr. Das Wasser lief hinter dem Wehr durch ein Rechen zur Turbine im Untergeschoss des Gebäudes. So müssen wir es uns über und unter Wasser vorstellen, wenn die Turbine in Betrieb war. Über ein Rad an der Tür zum Turbinenhaus hat der Maschinist die Leitschaufeln zur Leistungsregelung eingestellt. Wir sehen hier das Öffnen der Leitschaufeln der Originalturbine im Untergeschoss. Der Weg der Antriebskraft zur Königswelle. Die senkrechte Antriebswelle der Francis-Turbine ist über diese beiden Kegelräder und einen Riemenantrieb direkt mit der Hauptwelle der Transmission in der Nassabrettur verbunden. So ging die Kraft vom Turbinenrad direkt zur Königswelle zur Unterstützung der Dampfmaschine. Jetzt fehlt noch etwas. Wurde das Wasserkraftwerk nicht benötigt, wurde das Wehr geschlossen und der Bach über einen Abschlaggraben seitlich unter dem Gebäude vorbeigeleitet. Und kam schließlich unter der Spinnerei wieder zurück an das Tageslicht. Das und noch viel mehr gibt es im LVR Industriemuseum Tuchfabrik Müller in Euskirchen zu entdecken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wir sehen uns in der Tuchfabrik.